Mikrogravitation entdeckt. So, wollen wir doch mal schauen, ob wir die junge Dame retten können. Jo, super, Zistoiden ist spitze. Alles klar, so. Bremsung einleiten. Mehrere Ziele. Da. Medizin. Und da ich ja jetzt irgendwann mal herausgefunden habe, ne, dass das ja hier alles wunderbar schnell gehen kann, kommen wir da eventuell sogar noch ganz gut hin. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Wenn wir da hinkommen. Dahin. Oh, stehen bleiben. So. Die Bremsedüsen arbeiten am besten. 45 Meter, wir entfernen uns. Das ist nicht gut. Wow, was ist denn das für eine Station, verdammte Hacke. Oh, wo sind wir hier? Abgebrochene Solarpanels. Aha. Bremsung. Mehrere Ziele. Stop. Luftschleuse Shuttle Dock. Wo haben wir? Hä? Mehrere Ziele. Ich will doch nur Michaela helfen. Michaela. Düsen wir halt nochmal ein bisschen hier rein. Ja, das hat's jetzt vollgebracht. Das hat's jetzt super vollgebracht. Mehrere Ziele. Luftschleuse Shuttle Dock. 52 Meter ihrer Medizin. Mist. Schiss gebaut hier. Mist gebaut. Kram. Stop. Mehrere Ziele Michaelas Medizin. 57 Meter. Nehmen wir noch mal ein bisschen Gummi. Die junge Dame hat nicht mehr so lange. 38. Technokrat oder was bist du? Aha, Telepath. Ah ja, sehr freundlich. Guten Tag. Sehr freundlich, guten Tag. Dann nimm das. Kraft klingt noch ab. Ich müsste die dann echt immer durchschalten. Ne? Ich müsste dann die hier nehmen. Zack. Dann müsste ich hier die mal nehmen. Morgen. Hier spricht Dr. Eagle. Ich habe es in Ihr Büro geschafft. Ich bleibe hier bis Dr. Eagle. Meine Güte, was bist du? Und warum sprichst du mit Morgans Stimme? Ich bin January, Morgan News persönlicher Operator. Also, January, tut mir leid, dein Eintreffen hat mich ein bisschen geschockt. War ein heftiger Tag. Wenn Sie den Typhon-Befall der Talos 1 meinen, Dr. Eagle, dann haben Sie recht. Sie gehören zu den wenigen Überlebenden. Ich, ja. Warte mal, funktioniert der Fabrikator? Wenn Sie erlauben, morgen... Ich meine, January. Könnte ich ihn benutzen? Sie sind autorisiert, an der Station zu arbeiten, Dr. Eagle. Und alles herzustellen, was morgen beim Eindämmen der Typhon hilft. Ich bleibe hier in Ihrem Büro, bis Sie zurückkommen morgen. Ich könnte von Nutzen sein. Sie haben sie geholt, oder? Ja, ich habe deine Medizin. Sie machen mich wahnsinnig. Sie haben nicht zugehört. Warum denn? Was ist denn los, Mädel? Ja, ich weiß. Du bist wertlos. Du darfst hier nicht sein. Du hättest hier nie hinkommen dürfen. Bla bla. Ist ja alles gut. Ich beeil mich und bring dir die Medizin, wenn ich den Weg zurückfinde. Lalala. Aha. Gott. Baby.
könnte mal nachladen und mal eben gucken, wo unsere Mikaela ihre Medizin hinhaben braucht, muss, haben will. Mehrere Ziele, Mist. Ah. Auch wieder mehrere Ziele, mehrere Ziele. So ein Scheiß. Na gut. Rumpfdurchbruchkraftwerk wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Da hat man ja einen Raum, bei dem auf der anderen Seite die Außenhülle war. Also Außenhülle. Außentemperatur herrschte. So, das ist mal so. Einfach da so hinzuplänkeln. Aber ich glaube, wir waren hier. Ja, ja. Zwei E-Mails, die können wir eh nicht gebrauchen. Rumpfdurchbruch Frachtraum. Dann lass doch mal schauen. Keine Daten. Stationskarte. Wir sind im Außenbereich. Tja, und würden natürlich irgendwie wieder zum Kraftwerk gelangen. Ist eigentlich erstmal egal. Wir müssen wieder in die Station. Irgendwie. Und dann mal schauen. Entschuldigt. Nase macht auch gerade wieder, was sie will. Ich meine, es müsste ja, wenn schon, sowas hier sein. Mehrere Ziele, bla bla bla. Die Zystoiden, die haben wir eben aufgescheucht. Das heißt also, wir sind hier richtig. War das nämlich gar nicht so weit weg. Ja, ja, macht ihr mal. Ich repariere mich gleich. Juhu, rein ins Kraftwerk. Ja. Yeah. So, wollen wir doch mal. Hallo. Yeah. Oh Gott, Morgan. Oh, Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Bitte, direkt in den Hals. Suchen Sie die Einstiche. Allein kann ich das so schlecht. Oh Gott, ich kann wieder atmen. Und spür meine Beine. Ja, cool. Habe immer noch Punkte vor den Augen, aber die sind bald weg. Wir haben's geschafft. Danke, Morgan. Kein Ding. Frage ist nur, überlebst du das? Überleben wir das? Überlebt das hier überhaupt irgendjemand? Wo ist dieser Dispenser? Komm mal her. So, und das machst du jetzt bitte auch mit der jungen Dame hier. Einen Patienten gute Arbeit. Ja, doch noch was über Technik. Jetzt zum Aufzug. Aber Vorsicht, wer weiß, was hier alles aufgeschreckt wurde. Ich komme ja, nach, sobald gut. Ich kann. Mehrere Ziele. Treffen uns in Ihrem Büro. Ziele? Aha, in meinem Büro. Okay. Gut, dann lasst uns doch mal schauen. Was haben wir denn für Ziele? Weil, ja, ja. Und hör dir an, was er zu sagen hat. Wir haben also, ne? Wir sind jetzt gerade noch im Kraftwerk. Mal schauen, vielleicht haben wir hier noch irgendwie irgendeinen Auftrag so nebenbei. Maschinenlabor. Unbekannt. Mhm. Arboretum. Mhm. Tja, uns fehlen hier noch 3 Karten. Das ist echt schade. Puh, Freunde. Apropos Karte. Unten im Reaktorraum, ganz unten, da wo Action war, war Fabrikator und Dingens. Den werden wir uns jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr holen. Wir könnten nochmal über den Außenbereich schauen, ob wir da irgendwelchen Leuten helfen können. Sprachsynthese würde bei mir fehlschlagen. Wir können natürlich auch hier durchgehen. Warnung. Gefährliche Gaswerte. Ich habe mich gefragt, wie Sie auf Mikaela reagieren würden. Sie haben Ihr Leben für Sie aufs Spiel gesetzt. Vielleicht wurde durch die Neuromod-Extraktion doch nicht alles gelöscht. Nicht vollständig. Besonders starke Erinnerungen könnten schwache Eindrücke hinterlassen. Intuitive Gefühle. Oder Sie sind mitfühlender, als ich erwartet hatte. Sind Sie sicher, es wäre nicht besser gewesen? Ich will nicht unsensibel sein, aber wenn sie erfährt, dass sie die Talos 1 zerstören wollen,
könnte sie emotional reagieren, da es keinen Weg gibt, die Station zu verlassen. Naja, weil wir ja mittlerweile auch wissen, dass die Fluchtkapseln höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Matthew, ich habe eine hypothetische Frage. Manny, seien Sie ehrlich mit mir. Ich habe gesehen, wie Sie mir in den Transtar-Uniformen auf den Hintern geschielt haben. Wenn Sie ein Date mit mir haben wollen... Nein, das ist es nicht. Das ist ernst. Ernst und hypothetisch? Verdammt, ich bin ganz Ohr. Angenommen, Sie würden was entdecken. Was unglaublich Hinterhältiges. Lebensbedrohend. Etwas, das alle wissen sollten. Ich weiß nicht, eine E-Mail schicken? Die Sicherheitsleute rufen? Aber es muss anonym sein. Scheiße, Manny. Was haben Sie getan? Ich habe nichts getan. Noch nicht. Warnung. Okay. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren, sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Lassen. Keine schlechte Idee. Danke, Matthew. Und nur fürs Protokoll. Ihr Hintern hängt. Ist doch egal. Oh, wie cool. Das ist echt cool gemacht. Ah, hier müssen wir noch was reparieren. Ich habe mir gerade gedacht, wenn wir schon hier sind... Tankintensität erneuert. Wasserstoffverlust um 66% gesenkt. Und uns das hier eh angezeigt wird, wo wir reparieren müssen, dann machen wir das doch mal eben, auch wenn hier irgendein Vieh rumhängt. Tankintensität erneuert. Wasserstoffverlust um 99,79% gesenkt. Das heißt also, wir können hier schon fast wieder ballern. Risiko durch exklusives Gas minimal. Arbeit nach Genehmigung eines Vorgesetzten wieder möglich. Ich sehe das Phantom im Moment nicht. Ah, da ist es, alles klar. We take the glue und machen daraus einen Schuh. Da ist er doch. Vielleicht können wir da ja auch noch irgendwelche wertvollen Informationen sammeln. Ne, keine neuen Daten. Oh, what? Sehr schön. So, was können wir denn hier sammeln? Oh, wieder gute Sachen können wir sammeln. Meine Güte, wie lange habe ich dich gesucht, ey. Boah, grausam. Cool, so konnten wir jetzt hier ganz in Ruhe, ja, kämpfen. Und nichts ist passiert. Sehr gut. Oh. Ich nehme aber auch noch mit. Wir können dein exotisches Material können wir echt gut gebrauchen. Das ist auch. Oh, nein. Ah. Falsche Taste. Ja, das hat man davon, ne? Komm, die Glue, die können wir ja auch einschmelzen, das Ding. Damit können wir jetzt leider nichts mehr anfangen. Gut. Dann können wir ja mal so ganz gemütlich den Heimweg hier antreten. Eventuell unserem Bruder mal kräftig in den Arsch. Oder vielleicht auch lass mal mit der jungen Dame treffen. Ja, noch einmal hier so ein bisschen rumgurken, um wenigstens noch ein paar Sachen zu finden. Damit ich nicht zugeben muss, hey, ich habe mal wieder keinen Plan, wo ich hin muss. So, hier sind wir erst sehr spät durchgekommen. Hier könnte man ja eigentlich auch noch mal kurz reinschauen. Ach, ich Döfchen. Mhm. Das war ja dann im Endeffekt auch der Stein des Anstoßes. So, gut. Nee, ich glaube, hier bin ich so lange rumgelaufen, so häufig rumgelaufen, dass ich hier am besten Willen nichts mehr finde. Nee, glaube ich nicht. Hier war ja nur der Durchbruch, ne, Decke und so. Obwohl, dann könnten wir den Weg hier nehmen. Warum nicht? Ups, wenn wir schon mal hier sind. Geht doch sonst auch immer. So. Im Ersatzteillager. Ja, da war eigentlich auch nichts mehr. Können wir hier auch wieder die Hütte verlassen. Und dann da raus, ne? Wo wir hergekommen sind, quasi. Irgendwas hat uns gerade entdeckt. So. Hier die Powerplant könnten wir eventuell
reparieren. Hier sind aber auch wieder Viecher aufgetaucht. Mehrere Ziele, 12 Meter. Verstehe ich jetzt nicht. Versteht ihr das? Oh. Den verstehe ich schon ganz gut. Okay. Er hat sich einfach aufgelöst. Warum haben wir in Richtung Dingens mehrere Ziele? Wir haben keine Ziele mehr im Kraftwerk. Vielleicht Außenbereich. Hier, Lockhart sollen wir finden. Gilderoy Lockhart. Okay. Hier, Anzugdispenser. Anzugreparierer. Mal raus. Na komm schon. Brauch dich nicht schämen. Passiert nichts. Perfekt. Danke dir. So, mal eben schnell speicheln. Also, im Endeffekt würde ich mich lieber zuerst mit der jungen Dame in meinem Büro treffen, als dass wir dann mit Alex reden und dann halt erst mit Alex reden. Aber wir kommen jetzt eh erstmal zur Lebenserhaltung. Das hieße für uns, bum, 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 bum. Ich glaube, wir haben in der Lebenserhaltung keine Aufträge mehr. Doch, vollgetankt. Machen wir. Pierce Brosnan sollen wir suchen. Ist das nicht cool? Wow. Wow. Aber stimmt, die Lebenserhaltung sah so aus, ne? Heftig hier, Lieben. Heftig, heftig. Stellen wir uns hier mal rein, hören wir uns mal was an. Ach, da kommt jetzt eh eine Stimme. Wir kamen zurück, haben die Aufzüge repariert. Ja? Danke. Jetzt kann ich mich frei bewegen. Sie nicht so ganz. Sie sind in der Lebenserhaltung. Welch ein Witz. Aalbecken, wo ihr Trollstar-Essen herkommt, klein gehackt und in... Das ist ein Typ, ey. Das ist so ein ekelhafter Typ. So, ich mache jetzt mal eben alle anderen weg hier. Damit mir das hier nicht andauernd auf den Senkel geht mit irgendwelchen Anzeigen. Von denen ich mich dann immer wieder nur verwirren lasse. Bob, verbunden mit dem Klärsystem. Auch das ist ein Witz, wie ich finde. Das heißt also für uns... Suchen Sie nach Pierce Broadway. Broadway. Mhm, machen wir. Broadway. Scheint verschwunden zu sein, und zwar schon vor dem Taifunausbruch. Wir haben hier nirgendwo irgendwie... Ach, guck mal. Eine Anmerkung darüber, wo er verschwunden wäre. Wow. Okay. Wir brauchen mal eben Psi-Pups. Alles andere ist soweit in Ordnung. Wie wäre es denn eigentlich mit dem Kuhstrahler? Aber den Kuhstrahler haben wir hier nirgendwo drauf, ne? Das hier ist... EMP-Ladung. Ja, ich glaube, wir arbeiten mal mit einer Recycler-Ladung und, hey, guck mal, schön. Aha, wir können also doch klettern, wenn wir was in der Hand haben. Shit. Okay. Das ging ja gut. Fabrikator. Okay. So, fabrizieren könnten wir. Das wäre schön. Feines, exotisches Material einsammeln. Für den Storage Room haben wir noch keine Möglichkeit. Es sei denn, wir hätten
Hecken 3. Und ich glaube, Hecken 3 kostet eine ganze Menge. Steuerpanel. Könnten die denn hier platzieren? Aber wir können ja hier... Wohin kommen wir denn hier? Upper Level? Nein! Na gut, wir haben hier alles recycelt. Shit. Wenn man die falsche Taste drückt, ne? Komm, einmal Schrotpatronen geht doch bestimmt noch, ja. Und einmal 9mm auch, weil ich glaube, es geht jetzt gleich mächtig zur Sache. Kuhstrahl. Können wir den? Okay. Jetzt habe ich die Waffe gebaut. Nein! Scheibenkleister. So ein Hirnriss. Naja, egal, komm. Wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz dafür. Hier sind die Escape Pods. Und wir haben hier den Secure Room. Ach, guck mal. Okay. Quatsch, da muss ich hin. Nicht da. Danke. So. Dann gehen wir mal Upper Level. Wir suchen ja immer noch eine Leiche. Oh, das ist aber Upper Level hier. Oh. Ja, da drüben ist auch Upper Level. Oh, da haben wir sogar noch was. Thermalphantom. Schwäche psychisch, okay. Immunität gegen Feuer, okay. Alles klar. Neue Kraft haben wir nicht bekommen. Ah. Das haben wir schön gemacht. Das hat ganz schön reingehauen bei dem Thermalphantom. Seht ihr das? Wohl der Hammer, oder? So, das war's mit dem Thermalphantom. Die hier werden jetzt von der Strommassage ergriffen. Und kommen danach erst zu mir in die Behandlung. In die Kneterei. Ups, nicht Höfchen. Penny. Der ist aber hartnäckig. Er hat es noch nicht gelernt, aber das macht auch nichts. Er muss ja auch nichts lernen. Er muss einfach nur drauf gehen. So, sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal gluen, damit wir hier in Ruhe ein wenig sammeln können. Ja, cool. Also hier kommen wir bestimmt auch irgendwie rein. Ja, klar. Durch die Vordertür quasi. Reparatur-Kit. Alles klar. Die Wartung, Luftgemischregulator, bla bla. Ja, aber cool. Mehr. Wenn ihr daran erinnert, ich habe da eine Ausrüstung. Ach so, ja, das hatten wir ja schon. Dass wir hier abteilungseigene Ausrüstung geliehen hatten. Schade, dass man das nur ohne Licht sieht. Okay, raus hier. Wir suchen hier die Leiche von irgendwem. Ah, hier bin ich doch gebraten worden, ne, von den beiden. Ja. Wo könnte sich so eine Leiche verstecken? Also, verstecken sich Leichen im Allgemeinen überhaupt? Frachtraum, okay. Frachtraum ist insoweit interessant, dass da ja die ganzen Leute abhängen. Hier ist die Kontamination. Können wir noch ein bisschen was sammeln. Und wir haben ja auch noch dieses Psycho-Ding da, ne? Thermalphantom, wo? Da hinten? Okay. Da wissen wir mittlerweile, wie wir mit umzugehen haben, ne? Alter! Wo ist das denn da? Muss doch nicht sein, oder? Also echt. Ehrlich. Oh, guck mal. Vielleicht finden wir ja hier unsere vermisste Leiche. Mhm.
auf der Karte schauen. Okay. Hier kommen wir in die Atmosphärenkontrolle. Okay. Da drüben haben wir wieder so ein freundliches kleines Phantom. Eventuell, ja, Tatsache. Cool, Thermalbombe 2 verfügbar. Genial, das ist schön. So, machen wir mal eben die Biege. Zu viel Materialverbrauch. Mal eben so einen schnellen Blick. Wir waren hier noch nie in der Atmosphärenkontrolle. Cool. What? Okay, Inventar überladen. Ey, wo sind wir denn jetzt hier geraten? Hier hingeraten. Wieso? Wow! Das nächste Mal sollte ich so einen MP-Blitz benutzen, denke ich mal, oder? Hier drüben glühen wir mal ein bisschen. Ranholen. Sehr schön. Machen wir meinen Anzug ganz, bitte. Oh, cool. Danke. Nee, komme ich nicht dran. Da gibt es ja auch eine Treppe, also. Scheibenkleister, wo bin ich denn hier reingeraten? Warum? Ich suche doch eigentlich nur in der Lebenserhaltung. Wo geht's hier hin? Ah ja, zurück. Da, wo wir eigentlich hergekommen sind. Bleiben wir mal ein bisschen in der Atmosphärenkontrolle. Krass. Ja. Wir suchen ja eigentlich nur eine Leiche. Ah ja. Wow. Warum? Aha, okay. Nein! Ja. So, jetzt gab's hier aber auch noch ein Psycho, ne? Ist schon klar, Freunde. Hä? Wie, wir können keine Schrot... Was? So leicht kommt ihr damit nicht durch hier. So, warte mal denn. Komm, Petrischalprobe, die können wir jetzt ruhig mal in der Leiche lassen. Scheiben, Kleister, Freunde. Puh. Aha, ein Programm. Dekontamination einleiten. Funktion. Einwandfreier Lauf aller Lüfter. Aha, super. Wir müssen erst alle Lüfter irgendwie bereinigen, beseitigen, wieder zum Laufen bringen. Und wir könnten eine Schlüsselkarte gebrauchen, sehe ich gerade. Ah, hören wir doch mal rein. Jean, ich bin's, Mariana. Ich komme nicht rein. Und die Luftschleuse am Kraftwerk ist irgendwie versperrt. Außerdem ist da noch was. Ich habe was gesehen.
die Sauerstoffstation überprüft habe. Eine eiförmige Masse. So groß wie ein LKW. Schwer zu sagen, weil ich nur den Umriss sehen konnte. Ich meine, vielleicht waren das nur Trümmer oder lose Rohre. Keine Ahnung. Aber ich hatte eine Heidenangst. Oh, Gott, ich klinge wie eine Verrückte. Ich muss einfach durchatmen. Ich versuche es mit einer anderen Luftschleuse. Ich melde mich wieder. Krass, was hier so abgeht, die armen Leute. Und wir? Mir voll die Arschkarte, wie es ausschaut. Müssen? Ich denke mal hier zu Uxi gehen. Bla 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 bla. Könnten wir zwar auch mit unserer Kraft durchrennen, aber wofür? Irgendwer hat uns schon wieder entdeckt. Da vorne. Lüfter überprüfen. Lüfter 3 klemmt. Lüfter abschalten. Können wir das beheben? Ich speichere mal eben schnell. So, kommen wir jetzt hier wieder raus, oder? Haben wir jetzt hier komplett die Arschkarte? Ich glaube es ja nicht, aber wir kommen raus. Sehr schön. Wer bist du? So, die laufen alle wieder. Das heißt für uns, wir können wieder in diesen Raum rein. Yeah. Cool. Hier dürfen wir noch nicht durch. Hä? Hm? Okay. Der scheint sich aber nichts getan zu haben. Und ich musste eigentlich auch woanders lang. Nämlich hier hinein. Und dann sollten wir eigentlich die... Ja. Atmosphärenkontrolle ist ein Reinraum der Klasse 100, gemäß Transtar. Bla 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 bla. Cool. Das ist cool. Das ist cool. Damit wird jedes Feuer gelöscht. Und höchstwahrscheinlich die Umweltkontrollen wiederhergestellt. Ah, jetzt gleich kommt wieder Sauerstoff dabei. Perfekt. Das haben wir doch gut hinbekommen. So, und ich habe jetzt immer noch keinen Plan, was hier abgeht. Die ganzen Feuer sind wieder am Brennen. Und ich gucke dumm aus der Wäsche, weil ich immer noch eine Leiche suche, die ich bisher noch nicht gefunden habe. Ja, ziemlich schlau von mir. Wie käme ich denn da oben an die eine Luftschleuse? Ist auch egal, oder? Das ist ja wohl doof. Da hinten wäre der Ausgang. Also wir haben ja jetzt einige Leichen gefunden. Wir haben auch einige Viecher entdeckt. Aber mit Leichen finden tue ich es mir ja schwer. Das habe ich ja jetzt auch schon gelernt, ne? Irgendwie. Und, naja. Alles klar. Dann erstmal wieder zurück. Anders geht's ja nicht. Durch den Locker Room sind wir reingekommen. Ich soll hier einfach mal was suchen.